Herzlich willkommen bei Tinas Universe und einem weiteren Teil meiner Postleitzahlenreise quer durch Deutschland. Und zwar heute auf besonderen Wunsch noch einmal genauer beschrieben 01609 Röderaue mit dem Stadtteil Frauenhain. Frauenhain war ein spezieller Wunsch. Habe ich bisher als Live-Video schon mal gemacht, aber ja, was soll ich sagen? Ich habe gemerkt, auf einmal ist der Ton verschwunden, obwohl gar keine Musik unterlegt war. YouTube hat mir einfach den Ton geklaut. Finde ich überhaupt nicht gut und naja, muss dann halt nochmal. Starten tue ich vom Flughafen. Großenhain ist einer der ältesten in Betrieb befindlichen Flughäfen in Deutschland noch. Wir starten mit der Cessna 152. Mag dieses Flugzeug wegen der guten Rundumsicht auch. Und den echt gutmütigen Flugeigenschaften, weil ich bin halt so ein Hobby-Bruchpilot, der einfach mal Deutschland kennenlernen will. Mein Name ist übrigens Tina. Wir starten. Live-Wetter, Live-Zeit übrigens. So sah es halt im Januar 2022 hier aus in der Umgebung. Hab so ein bisschen geschnitten, damit der Flug dahin nicht zu weit ist. Röderaue selber ist eine Gemeinde im Norden des Landkreises Meißen im Freistaat Sachsen und ist Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Röderaue-Wülknitz. Ich werde gleich auch noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ich fliege erstmal mit dem Flugzeug drüber weg und danach ein kleiner Drohnenflug, wo ich auch noch mal ein bisschen näher auf die Umgebung eingehe. Die Gemeinde liegt in der Großenhainer Pflege in der Röderaue und wird durch große Wald- und Teichlandschaften geprägt. Etwa ein Drittel des Gemeindegebietes sind Wald und ca. ein Zehntel Gewässerfläche. Durch die Gemeinde führen der Elsterwerder Grödel-Floßkanal, die Geißlitz und die Große Röder. Hier kann man schon sehen, viele Teiche hier auch. Schöne Gegend, ich verstehe schon, warum da ein Wunsch ist, das nochmal genauer zu beschreiben. Die Gemeinde hat insgesamt 2587 Einwohner auf 28,82 Quadratkilometer Fläche. Das macht insgesamt 90 Einwohner je Quadratkilometer. Vier Ortsteile: Frauenhain, Köhlitz, Koselitz, Pulsen und Raden. An Sehenswürdigkeiten gibt es hier eine Getreide- und Sägemühle im Ortsteil Raden, das Landschaftsschutzgebiet Röderaue, der komplette Ort liegt in diesem Landschaftsschutzgebiet, die Kirche mit Altargemälde, die drei Marien in Koselitz, zahlreiche Teiche mit Rad- und Wanderwegen, zum Beispiel die Röder-Radroute, der alte Schlossfriedhof zu Frauenhain, und die Kirche zu Frauenhain mit der ältesten Kirchturmglocke Sachsens. Eine geschützte Graureiherkolonie gibt es hier auch zu sehen. Viele Fuß- und Radwege, sehenswerte Landschaft. Das Video ist diesmal ein bisschen kürzer, nur 16 Minuten, ist halt eine kleinere Fläche. Wie gesagt, dieses Video ist auf ganz besonderen Wunsch. Falls ihr selber mal Wünsche habt,
kann ich das gerne vorziehen. Normalerweise gehe ich ja nach den Postleitzahlen. Aber hier gerne auch nochmal rückwirkend. Ich springe auch gerne mal vor, wenn ihr das möchtet. Wunderschöne Gegend hier. Musik wie üblich von freien Quellen, viele aus der YouTube-Mediathek. Habe ich natürlich auch alles beschrieben im Videoabspann, wo die herkommen. Wir befinden uns schon im Landeanflug. Was mich noch gewundert hat, trotz nur 2.500 Einwohner gibt es hier massiv viele Vereine. SV Frauenhain e.V., SV 20 Koselitz, SV 90 Pulsen, den Anglerverein Röderau, die Geislitztaler Musikanten, Hundesport Pulsen e.V., Kleingartenverein Frauenhain, Kleingärtnerverein Pulsen e.V. und den Schützenverein Frauenhain 1888. Das finde ich doch schon relativ viel. Wir sind gelandet. Der Drohnenflug, der wird rückwärts stattfinden. Wir sind hier in der Nähe von Frauenhain gelandet. Die Drohne startet aber gleich über Raden. Naja, starten schon hier, aber ich fliege dann los von Raden aus. Jetzt gleich hier mein Blick über Frauenhain noch. So, das hier ist Raden. Keine große Industrie gefunden. Bei Google habe ich hier gesehen, Backscheune Raden gibt es hier. Ein Bettenhaus gibt es hier. Computerzubehör. Landeskirchliche Gemeinschaft LKG. Na, das ist das, was man bei Google so findet. Und die große Röder fließt natürlich hier auch durch. Dann kann man hier links sehen, also rechts die Straße und links hier die große Röder. Wenn ich mich nicht komplett vertue, ja, das ist sie. Die zieht dann links rüber. Richtung Westen. Viele Teiche. Die Namen dazu habe ich auf Google jetzt nicht gefunden. Also von vielen Teichen nicht. Da zum Beispiel, weiß nicht, ob das ein Badeteich ist oder so. Sieht so ein bisschen so aus, ne? Oder ob da Kies abgebaut wird. Ich kann es nicht sagen. Wer es weiß, schreibt es doch mal in die Kommentare. Sehr schön, so von im Flugsimulator zumindest. Hier vorne befindet sich der Bahnhof Frauenhain, hier auf der Höhe ungefähr. Straße heißt natürlich Bahnhofstraße dann hier, die hier lang geht. Da vorne geht die Bundesstraße 101 lang am Ende. Park and Ride gibt es bei einem Bahnhof. Finde ich interessant, bei so einem kleinen Bahnhof. Da oben am Rand seht ihr jetzt Frauenhain, wo wir reinkommen. Waldhäusel Frauenhain. Ich glaube, das ist ein Restaurant, ne? Ein Schrotthandel, Taxiunternehmen. Was gibt es noch in Frauenhain? Ich guck mal gerade für euch. Ein Modehaus gibt es hier.
Gibt übrigens auch viele Gedenkstätten in, was heißt, zwei größere Gedenkstätten, Grabstätten und Ehrenmal für 27 KZ-Häftlinge des Außenlagers Gröditz, des KZ Flossenburg sowie für 74 Frauen und 69 Kinder des Ostarbeiterinnenlagers Frauenhain, die während des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland verschleppt und Opfer von Zwangsarbeit wurden. Also auch hier hat der Zweite Weltkrieg Spuren hinterlassen. Das hier scheint irgendwie ein größerer Bauernhof zu sein, könnte ich mir vorstellen. Sieht von oben ein bisschen aus nach Viehzucht. Hier in der Nähe befindet sich die Dorfkirche Frauenhain, also so ein bisschen links von dem Knick, der da gerade war. Auch an der Hauptstraße gelegen. Hier nochmal ein Blick über Frauenhain. Ich habe das heute mal so ein bisschen mehr gezeigt. Ich finde, Wünsche sollte man auch mal erfüllen. Hier der lange Teich hier, das ist der neue Teich. Der hier. Viele Radwege. Dahinter der große Teich. Hier kommen wir jetzt rein Richtung Pulsen. Circa 1100 Einwohner. Frauenhain hat mit 1200 die meisten Einwohner der Ortsteile. Eine Grundschule gibt es hier in Pulsen. Kleingärtnerverein auch. Sehr schöne Gegend. Diese ganzen Teiche hier, das ist schon toll. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob das auch Badeteiche sind oder nur Fischteiche. Schreibt es doch mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Hier kommen wir Richtung Koselitz rein. Ein Eiscafé gibt es hier. DJ-Moderator, Nährstoffberatung. Restaurant Fairhaus. Ich kriege übrigens kein Geld dafür. Ich gucke das gerade auf Google Maps ab hier. Hier fließt auch die kleine Röder lang, durch Koselitz. Ein Irrgarten gibt es hier auch. Das finde ich ja mal cool. War ich als Kind mal drin. Disco Maximum. Gibt es hier wirklich eine Disco? So eine kleine Dorfdisco? Finde ich cool. Okay. Hier nochmal über Frauenhain drüber weg. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier. Schreibt mal was in die Kommentare. Wie gesagt, ich erfülle euch auch gerne Wünsche, falls ihr eure eigene Umgebung mal sehen wollt. Wenn ihr euer eigenes Haus gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und Leute, ich freue mich sehr über ein Abo. Ich freue mich höllisch, dass euch die Videos scheinbar so ein bisschen wenigstens gefallen. Einige Abonnenten sind dazugekommen. Mein Kanal ist noch am Wachsen. Macht mir sehr viel Spaß. Aber natürlich ist es das Ziel eines jeden YouTubers, auch mal Abonnenten dazu zu bekommen, damit man vielleicht mal in ferner, ferner Zukunft auch ein paar Euro damit verdient. Ist nicht mein Hauptziel, mir macht Spaß, aber wenn man für sein Hobby vielleicht bei irgendwann mal noch Geld verdienen würde, wäre schon klasse. Bin natürlich über jedes Abo und jeden Kommentar sehr, sehr dankbar. Schön gemacht, ne? Also man kann kaum glauben, dass das ein Spiel ist eigentlich, der Flugsimulator. Ich mag das. Sinn und Zweck ist eigentlich für die meisten Piloten das Fliegen. Für mich ist es einfach die Landschaft zu erkunden. So, wir verabschieden uns jetzt hier in die Wolken.
das war es dann auch gewesen. Bis zum nächsten Video. Da geht es dann weiter. Stolpen war mein letztes Video. Das war, glaube ich, 01833, wenn ich mich nicht vertue. Und da geht es dann jetzt natürlich weiter mit 01844 Neustart in Sachsen. Das wird mein nächstes Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Eure Tina.